32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo, liebe Fans des YPC Boat. Willkommen zur 5. Folge und damit zur ersten Hälfte von Angeltag 1 in Gruppe C. Neben den beiden Vorjahresfinalisten Ilex und Bullseye gehen in dieser Gruppe mit Neuke und Savage Gear auch 2 YPC-Boot-Neulinge an den Start. Bevor es aufs Wasser geht, stellen wir euch die 4 Teams kurz im Einzelnen vor. Die französische Premium-Brand Ilex wird wie schon 2022 durch 2 extrem starke und vielseitige Angler repräsentiert. Mit gerade einmal Anfang 30 kann Marc Patschowski schon auf eine lange und erfolgreiche Turnierkarriere zurückblicken. Der Hesse war bereits Raubfisch-Weltmeister, gewann 2021 die World Predator Classics und kürte sich 2022 zum ersten YPC Bass Champion. Aber auch sein Partner Gael Even gehört in seinem Heimatland Frankreich zweifellos zu den besten Raubfischanglern und konnte dort etliche Wettkämpfe für sich entscheiden. Seine umfangreiche Erfahrung lässt er seit Jahren erfolgreich in die Entwicklung origineller Angelprodukte bei Ilex und Gunky einfließen. Während Gael eher im Ködersegment zu Hause ist, kennt sich Markus von Oy vor allem mit der Entwicklung herausragender Raubfischrouten aus. Wie schon beim letzten YPC Boat lässt der Gründer von Bullseye es sich nicht nehmen, seine Marke bei einem derart prestigeträchtigen Turnier selbst zu vertreten. Mit ihm geht Robin Imkamp für das junge Unternehmen aus der Schweiz ins Rennen. Neben seinem Studium arbeitet der gebürtige Paderborner als Guide auf den Turniergewässern und kann mit einem 56er Barsch, einem 99er Zander und einem 1,34 Meter großen Hecht absolute Fabelfische als seine PBs vorweisen. Nach dem 6. Platz im Vorjahr ist durchaus vorstellbar, dass diese nominell sehr gefährliche Kombi in diesem Jahr noch weiter oben landen könnte. Der japanische Premium-Hersteller Neuke, der vor allem für seine hochwertigen Softbaits bekannt ist, schickt mit dem Fluggerätemechaniker Christian Jülke und dem Betriebsleiter Dennis Uecker 2 Angler ohne nennenswerte Wettkampferfahrung ins Turnier. Allerdings deuten die PBs der beiden Deutschen, dass sie große Fische durchaus zu handeln wissen. Vor allem beim Barschangeln haben wir es hier mit 2 absoluten Spezialisten zu tun. Auch das dänische Unternehmen Savage Gear, das ein breites Spektrum innovativer und hochqualitativer Produkte anbietet, setzt auf 2 Angler, von denen man zumindest im YPC-Kosmos noch nichts gehört hat. Allerdings konnte Andy Brecker bereits 2012 die Raubfischliga gewinnen und wurde erst im letzten Jahr Zweiter bei der Lure Masters Online Pike Open. Und auch sein Partner Tom Heyer erreichte schon eine Top-20-Platzierung bei der WPC. Aber nicht nur deshalb sollten die anderen Teams gewarnt sein, sowohl Andy, der sich bei Beat the Champ auf diesem Kanal gegen Enrico Di Ventura durchsetzen konnte, als auch Tom sind sehr erfahrene Bootsangler, die extrem viel in den Niederlanden fischen. Fahren nach dem gemeinsamen Start Richtung Osten. Savage Gear und Ilex halten als erstes an, fischen aber an unterschiedlichen Uferseiten.
Bullseye fährt etwas weiter, bleibt eher auf der Südseite und Neuke nimmt mit Abstand die weiteste Anreise zum ersten Spot in Kauf. Good morning from the YPC boat, Group C. We just arrived at our first spot and we're gonna try to catch some Zander, but there's also some nice perch and nice pike around normally. What do you start with, Gail? I start with a bumpy. And I start with a G-bump. That's where really the bait that produce a lot of fish in practice. We're gonna try some different colors and we put a lot of nitro booster, but this was also okay in practice. Let's go. Wir sind angekommen beim ersten Spot und versuchen jetzt gleich am Anfang die Zander zu machen. Es ist relativ hell heute, sehr viel Sonne. Von daher versuchen wir jetzt gleich zu Beginn, dass wir einen Zander hinzukriegen. Sprich, wir suchen jetzt aktiv Zander und wenn alles da ist, auch, werden wir auch aktiv gleich die Power Hour machen. Wenn Hecht kommt, würden wir den vielleicht auch anhalten. Nichts dagegen. Wir suchen noch ein bisschen jetzt und wenn wir es gefunden haben und denken, okay, das passt, dann machen wir das. Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind das Team Neuke. Herzlich willkommen zum YPC Boat 2023. Und das ist der Dennis. Und ja, unser Plan für heute ist, wir starten erstmal im flachen Wasser und wollen ein bisschen Bladed Jigs fischen im Kraut und erhoffen uns da dann schon die ersten Fische zu kriegen. Ja, von den Fischen her wird, denke ich mal, alles, wenn es gut läuft, da sein. Hecht, Zander und Barsch. Ich starte mit dem Neuke Kaishin, Original Kaishin, mit einem Camper hinten drauf. Und du? Ich fische das ganze Ding mit dem Tiny Kaishin, auch mit dem Camper hinten drauf. Und ja. Na dann, First Cast. Bootsfahrt zum ersten Spot haben wir schon mal überstanden. Jetzt glaube ich, gucken wir schnell mit dem Echo, was wie wo. Und dann geht's gleich los. Ziel ist hier auf Zander zu gehen, Gummifisch etc. Wir hoffen, das klappt. Am besten direkt am Morgen, hat man bis jetzt die besten Erfahrungen. Markus. Wir geben alles. Alles. Dicke Fische. Wie viel Gramm hast du drauf? 15. Ja. Dann gehe ich eine Nummer leichter. Machen wir 10 am Morgen, ja. 10, das ist eine gute Idee. Hier haben wir gerade einen 10 cm Goofy. Da sie sehr zickig gebissen haben, gehen wir hier auf jeden Fall mit Stinger ran. So. Wir haben gestern alles nochmal neu gebunden, wie sich das gehört. Aber hier steht noch ein bisschen was über. Das knipsen wir schnell ab. Bündig abknipsen tue ich das aber erst, nachdem wir den ersten Fisch hatten oder Hänger. Drückt uns mal die Daumen, dass es ein Fisch ist, ne? In den beiden großen Gewässern der Zone West, also im Haringfleet und im Volkerack, ist es momentan sehr schwierig, Zander bei Tageslicht zu fangen. Das hat das Training und auch der erste Turniertag in der Gruppe B gezeigt, in der kein einziger Zander ins Boot gebracht werden konnte. Dementsprechend wichtig ist es für die Kontrahenten, hier möglichst früh den Druck rauszunehmen und den vermutlich prekärsten Zielfisch abzuhaken, um an Tag 2 nicht unter Zugzwang zu geraten. Erwartungsgemäß konzentrieren sich die meisten Teams also am frühen Morgen erst einmal auf die lichtscheuen Räuber. Nur Dennis und Christian haben es im verkrauteten Flachwasser auf alle Zielfische gleichermaßen abgesehen. Ja, jetzt gab es den ersten Biss, leider ab. Kurz im Drill gehabt. Jetzt werden wir das schnell noch einen Wurf hinterher machen. Oh, das war ein richtig guter Fisch. Ich denke mal, das wird ein Zander gewesen sein. Ist reingerannt wie so eine Bahnschranke. Echt? Ja. Angeschleppt. Puh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ersten Nachläufer schon gehabt, ein Hecht. Der kam gleich bis ans Boot gelaufen. Jetzt der Einschlag. Irgendwie hängen sie in letzter Zeit nicht. Das geht ja vielversprechend los bei Neuke. Mal sehen, ob Savage Gear beim angekündigten Livescopen genauso schnell am Fisch ist. Das ist doch verrückt. Da ist einer. Deiner. Guck lieber noch mal erst, oder? Nein, fisch mal an. Okay. Power Hour startet jetzt. Dreht sich. Kommt. Und er hat, glaube ich, Bock. Hecht. Kescher. Kein großer, aber erster Fisch. Und er hängt ganz knapp. Ja. Ja, Bingo. Geil. 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 Wir haben den ersten. Geil. Für das raus. So, ich mach die Matte. Ist die Matte. Machst du den Fisch, Tom? Ich fahr weiter. Such den nächsten. Geil.
Geil, 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 geil. So soll es sein. So, vorne liegt er an und ist 60. Ne? So, setz mal Schleich zurück. Er darf sofort wieder schwimmen. Weg ist er. Geil, ja. Erster Fisch, hat ganz gut geklappt. Jetzt gucken wir, dass wir den nächsten auch noch kriegen. Power Hours gilt. Der Plan geht sofort auf. Start nach Maß für Andy und Tom und die Konkurrenz weiß sofort, was los ist. Die sind am Scopen, die haben wir gestern im Training gesehen. Und schon mal Petri an euch. Dickes Petri. Aber fangt nicht zu viel. Haben wir eben noch drüber gesprochen. Die Größe kriegen wir auch noch geworfen. Hoffentlich. 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 Ja. Schauen wir. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ja. Schöne Ausgangslage. Da fährt schon mal ein bisschen Druck ab. Man kommt ins Turnier. Das wäre für uns jetzt auch gut, wenn wir dann einfach unseren Vertrauensfisch haben. Dann wissen wir, Stelle läuft, man kann hier weiter fischen, wird nicht so schnell unsicher mit seinen Entscheidungen. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, wir fischen jetzt gerade mal ein paar Minuten und wir kriegen hier schon noch Zander. Wir sehen sie ja und zum Anbeißen kriegen wir sie gleich. Ich fische den Neuke Machobi als Trailer. Es gibt verschiedene Empfehlungen, diese Chatterbaits bzw. Bladed Jigs zu fischen. Jeder Trailer wirkt sich ein bisschen anders aus. In dem Fall der Machobi, der führt dazu, dass der in der Gänze einfach ein bisschen tiefer läuft. Ne? Eben durch seine schlanke Köderform. Und das will ich zwar jetzt nicht mit bezwecken, aber der wirkt auch ein bisschen quirliger, sag ich mal. Schlägt ein bisschen mehr aus. Mal gucken. Da war wieder ein Hecht, Alter. Ich raste aus hier, so eine Scheiße. Oh, der war 70 oder 80? Irgendwas zwischen 70 und 80? Ich raste aus. Zwei Nachläufer, einer aussteigt. Mann! Wenn er jedenfalls vorm Boot abdrehen würde, sodass ich es nicht mitkriege, dann sagt der Kenner was. Aber bis zum Bugmotor, das ist richtig unnötig. Neuke scheint am richtigen Platz zu sein, aber irgendwas fehlt offenbar noch, um die Fische endgültig vom Köder zu überzeugen. Auch bei Ilex beginnt der Tag noch etwas verhalten. Wir sind jetzt hier am Spot, aber irgendwie passiert nicht viel. Ich habe jetzt schon, Gail auch, wir haben jetzt schon jeder mal die Farbe gewechselt. Man muss immer ein bisschen durchprobieren, was sie gerade wollen. Die letzten Tage war es eher natürlich. Ich denke, heute mit dem Wetter, was wir bekommen, wird es auch eher natürlich sein. Ich habe mal mit einem Schock angefangen. Bin jetzt auf so ein Barsteckrohr, auf was Natürliches gegangen. Aber normalerweise sollten wir hier schon den ersten Fisch gefangen haben. Zumindest war es in der Vorbereitung so, dass hier der Spot immer gleich geliefert hat. Aber wir werden jetzt noch zwei, dreimal das Boot versetzen, hier auf der Kante. Wir fischen die Kante nach oben. Das war auch ein klares Anzeichen im Training, dass das deutlich mehr Fische bringt, wie die Kante runter zu fischen. Und hoffen, dass gleich mal der erste Zander reintockt. Nach nicht einmal 30 Minuten ist bereits eine leichte Ungeduld spürbar. Denn natürlich wissen die Teams, dass die aufsteigende Sonne die Chancen auf Zander nicht unbedingt erhöht. Er steht doch jetzt gut. Jetzt hat er es gemerkt. Kommt zum Köder. Da ist er. Geil. Er ist ein bisschen besser. Keine Riese, aber bist du da? Ja, Fisch ist nämlich auch schon da. Oh ja, der ist gut, der über 70. Yes! Ja! Ja, geil! Super! Yeah, man! Geil! Now we're talking! So, los! Machen wir fertig, oder? Ja, mach du uns fertig, genau, ich suche weiter. Ja! Oh so, yes, oh yes. Präsentieren wir den nächsten. Vom Andi gefangen hier, geiler Fisch. Präsentiere gerne die Fische von anderen. Was ist der? 74, ne? 74?
Oh, richtig schöner Zander, aber ich kann mich leider nicht drauf konzentrieren. Hier kommt schon der nächste rein. Da ist er. Sauber, Tom. Ja, super, läuft gut. Wir haben den zweiten Zander jetzt. Andi fährt die toll an. Und von daher, ja, das war unser Plan, eine Power Hour pelagisch ein paar Zander zu fangen. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 30 Minuten. Von daher, ja, so kann es gern weitergehen. Stark gefischt. Während die anderen Teams noch vergeblich auf den ersten Wertungsfisch warten, können Andi und Tom die Zander nach einer halben Stunde effizienten Pelagens theoretisch abhaken und den Rest des Tages mit deutlich weniger Druck angeln. Die Kontrahenten zeigen sich zu Recht beeindruckt und wünschen sich vermutlich, eine ähnliche Taktik verfolgt zu haben. Ja, jetzt haben wir gerade kurz in die Gruppe geguckt, als wir den Drift nochmal neu angesetzt haben. Ja, erstmal fette Zander, 60 und 74. Die hätten wir auch gerne. Genau. Aber da kommen wir erst Nachmittag zu oder als Beifang hier. Jetzt kloppen wir noch einen raus. Lass. Dickes Petri. Das ist stark. Dickes Petri. Ja, ich glaube, die Strategie am Morgen zu scopen war keine schlechte Strategie. Ja. Das kann man sagen. Ja. 74 muss man so geworfen erstmal rauskriegen aktuell. Schöne Zander von Andi. Ich wünschte, wir hätten auch schon einen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Noch ist alles offen. Jetzt kommt er. Zupfel, der hat nicht gesehen. Ja. Jetzt. Aber nochmal, der ist daneben geschossen. Hecht. Ja, es war ein Hecht. Ich versuche ihn nochmal zu kriegen. Schwimmen nach hinten, zieh hoch. Es war ein Hecht. Ah, hat dich getroffen. Ist daneben geschossen, ja. Scheiße, es war ein Hecht, war ein guter. Ah, guter ist relativ. Aber wir haben keinen Hecht. Ja, Hecht ist gut. Hecht hätte geholfen, ja. Siehst du auch richtig, wie er schwimmt. Ey. Markus, was hältst du von der Idee? Wenn jetzt hier, schon Spot wenn gleich nichts kommt und wir auch mitbekommen, dass die anderen Teams gerade keine Zander fangen und ich denke, dass alle Teams gerade den Fokus Zander haben, dass wir einfach nochmal schnell wechseln, ab ins Flachwasser und einfach das war mal auch schauen, schon überlegt, ob man hier nochmal hingeht, dann später. Ja, später nochmal wiederkommen. Weil wir wollen hier eigentlich auf Nummer sicher gehen, aber nach dem Wetter gestern Nacht von 30 Grad auf strömenden Regen und jetzt wieder Sonne ohne Ende, war schon klar, da sind die Karten neu gemischt, da kann alles kommen. Hot oder Flop, ja? Ja, Ziel wäre gewesen, also hier rechnen wir tendenziell eher mit etwas kleineren Fischen. Dafür, ja, Stückzahl kann man jetzt nicht direkt rechnen. Aber hier waren es bis jetzt eigentlich immer in relativ kurzer Zeit zu fangen, die zwei Stück mindestens mal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann glaube ich auch, sind wir besser bedient, wenn wir zum nächsten Spot fahren, dem Ganzen hier noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht braucht es ein bisschen Sonne, vielleicht braucht es andere Strömung und dann kann man es hier noch mal probieren. Aber so eine Viertelstunde würde ich sicher noch machen und dann auch, glaube ich, fahren wir zur zweiten Stelle. He? Ja. Du hast noch keinen Angelschein? Dann bereite dich jetzt online optimal auf die Fischereischeinprüfung vor und erhalte mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein von Enrico Di Ventura ausgewähltes LMAB-Köderpaket im Wert von über 80 Euro geschenkt dazu. Die Online-Vorbereitungskurse der Anglerschmiede sind die perfekte Lösung für all diejenigen, die gerne zeitlich und örtlich flexibel lernen möchten. Über 80 Lernvideos, originale Prüfungsfragen und vieles mehr bereiten dich perfekt auf deine Fischereischeinprüfung vor. Dafür garantiert die Anglerschmiede mit einer 100% Geld-zurück-Garantie. Und für diejenigen, die bereits einen Angelschein haben, der Gutscheincode gilt auch für die Expertenkurse. Sicher dir jetzt dieses fette Köderpaket und starte mit dem geilsten Hobby der Welt.
Unsere erste Stunde ist vorbei. Es gab leider keinen Kontakt. Eigentlich hatte ich sehr, sehr viel Vertrauen in den Spot und dachte so in der ersten Stunde, na, ein, zwei Zander sollten auf jeden Fall drin sein, vielleicht noch ein Bonusfisch. War nicht so. Gail meinte eben, die Fische machen das für das Format, für den Film, dass es ein bisschen spannender wird. Ich habe gesagt, das können sie gerne machen, aber es soll nicht zu spannend werden. Wir fahren jetzt gleich mal ein kleines Stück weiter, fischen noch so einen Drop-off und da kommt dann hoffentlich endlich der Fisch. Nachdem der Tag für sie nicht so begonnen hat, wie erhofft, denkt man bei Ilex und Bullseye darüber nach, den Angelplatz zu wechseln. Aber häufig legt man gerade in die letzten Würfe vor einem anberaumten Spotwechsel besonders viel Konzentration. Zander, Zander, Zander. Yes, Mann. Gerade noch gesehen, sehr gut. Der erste Zander. Markus. Sehr, sehr geil. Es ist, glaube ich, auch der kleinste auf dem Spot, aber er könnte gerade das Maß haben. Puh. Nimmst du mal das Geld raus, das ist da bei mir drüben im Fußraum. Das war der Übeltäter, der hat sich da gleich drauf gestürzt. Robin, fischst du weiter, dann können wir noch einen fangen. Goofy 10 cm, Muddy Minnow. Und jetzt kommt hier der kleine Zander. Das Gel ist schon nass. Der Robin schon nass gemacht. So, der darf jetzt natürlich nicht runterfallen. Auch wenn er so klein ist, ist er sehr, sehr wertvoll. So, vorne ist er bündig. Wir haben, gibt es eine 48,5 oder gibt es die nicht? Gerade gerissen. Ne? Reicht nicht. 48. 48. Wir machen gar nicht lang. 48er Zander auf dem Goofy 10 cm und tschüss. Da geht er weg. Schon mal Erleichterung, der erste Fisch. Nicht die erhoffte Größe, aber der erhoffte Zielfisch. Das ist schon mal wichtig. Gibt wieder Vertrauen in die Stellen und in die Strategie. Jetzt hoffe ich, wir kriegen hier zügig noch einen zweiten und dann können wir versuchen abzugraden und die nächsten zwei Bonusfische zu fangen. Heute steht der Zander im Fokus. Oh, Robin, ich glaube ein paar Köder müssen neu sortiert werden. Wichtige Punkte für Bullseye und da ist der Vertrauensfisch, von dem Markus vorhin gesprochen hatte. Aber obwohl der Spot nun doch geliefert hat, sitzt der Schweizer weiterhin auf heißen Kohlen. Ja, aber eigentlich müssen wir jetzt dann doch trotzdem bald los hier, weil die Zeit läuft und ich würde die andere Stelle auch gerne am Morgen noch ein bisschen befischen. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Einen zu bekommen wäre noch schön, safety first, aber wenn nicht ist, dann ist nicht. Machen wir noch 5 Minuten, tatsächliche 5 Minuten und dann gehen wir auf den nächsten Spot. Wir können hier jede Zeit am Tag wieder zurückkehren und nochmal weiter fischen. Aber ich möchte einfach noch ein paar Morgenstunden am nächsten Spot. Ja. Es kommt gerade auch ein bisschen Wind. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Wir haben Ostwind und Wind und Flachwasser, das verträgt sich eigentlich ganz gut. Ostwind ist generell nie gut, aber lieber Ostwind als gar kein Wind bei den Temperaturen. Die Stunde geht schnell vorbei. Wenn man angelt, geht es noch schneller. Und ja, wir hatten immerhin zwei gute Fische, besser gesagt, Andi hat ja freundlicherweise fürs Team gefangen. Und, zwei Fehlbisse hat man noch. Ja, stimmt, aber ja, so ist halt der Angeln. Nicht jeder Fisch bleibt letztendlich auch hängen, aber ja, ist schon mal ein ganz guter Start, mit ein paar Fischen in der ersten Stunde aufs Board zu legen. Und jetzt guck mal weiter. Du kannst dir die Köder noch mal zeigen. Oder genau, auf unseren neuen Monsterschlags mit den Monster Heads habe ich mit Mats eine ganz lange Testphase gehabt. Außenrum Gummi, dadurch kein störendes Metall, was die Fische spüren könnten. Und wenn die in den Laden kommen, sind die Haken und die Verbinder auch noch mit isolierendem Schlauch umzogen. Sprich, der Fisch merkt keine störenden Metalle, außer vielleicht den Snap. Und ich kann euch sagen, die Dinger machen den Unterschied. So, nächstes Spot hier. Wir hatten hier im Training große Hechte.
einen ganz guten Barsch und auch Zander. Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir das fortsetzen können. Und jetzt geht's richtig los. Während Andy und Tom am neuen Spot auch mit den anderen beiden Zielfischen rechnen, hoffen Robin und Markus weiterhin vor allem auf den zweiten Zander. Ich dachte, du wolltest das Flachwasser vorne an der Anfahrt. Nee, ich dachte, hier fangen wir zuerst. Da hatten wir doch so viele Nachläufer. Dann sind wir noch näher an dem anderen Spot. Man will das ja mal Einlauf machen. Wenn wir hier einen Zander gefangen haben. Ja, gut. Hier ist die Zanderchance höher. Aber das ist nachher eigentlich besser, weil da dann das ablaufende Wasser das langsam einsetzt. Das ist die Tide besser, ja. Das kommt erst. Und hier ist die Zandergefahr besser. So. Also wir sind an der nächsten Stelle angekommen. Hier teilen wir uns auf, ködertechnisch. Ich fisch groß, das wird wahrscheinlich der kleinste Köder von heute sein. Meine Aufgabe ist es hier, den einen oder anderen Bonusfisch zu fangen. Wir hoffen, dass wir so auch Chancen auf Zander haben. Das hat die Tage eigentlich funktioniert. Und Robin ist etwas breiter aufgestellt. Er fischt insgesamt kleiner, auffälligere Köder mit mehr Lärm, mehr Aktion, wo dann eigentlich jeder Zielfisch kommen kann. Und hier sind wir schon bei Hecht und Zander eingeschränkt. Wenn da ein Barsch dran nuckelt, nehme ich den natürlich gerne auch. Aber Fokus ganz klar Zanderhecht. Für die Angelei nehme ich die Dentis 2,55 m bis 145 Gramm Wurfgewicht. Einerseits, dass die Anhiebe durchkommen, dass man Köder werfen kann und gerade im Kraut, dass man auch das Kraut schnell wieder mit ein, zwei Schlägen in die Schnur vom Haken kriegt und der Köder wieder fängig ist und Fische fangen kann. So, jetzt suchen wir nochmal gezielt, gerade wenn das Wasser jetzt ein bisschen klarer ist, hier an der Stelle den Barsch zu kriegen. Ich habe jetzt mal ein Spinnerbait dran. Und versuche jetzt mal hier über ein Kraut vielleicht noch einen dazu überreden. Im Training war es hier sehr trüb. Jetzt ist auf einmal das Wasser klar. Und deswegen haben wir unsere Taktiken jetzt ein bisschen umgestellt. Und ich twitche jetzt. Da haben die Fische einfach deutlich weniger Zeit, sich den Köder anzugucken. Das ist so hektisch und gerade die Barsche, ah, rechts, links, den kriege ich, den hole ich mir und zack, sind sie drauf. Also ganz oft, ich twitche den so zwei, dreimal an. Dann lasse ich den so ein, zwei Sekunden stehen. Und fast immer kommen die, wenn man den gerade stehen lässt. Sind auch sehr schöne Bisse. Könnte ich jetzt mal langsam einen von gebrauchen. Ich glaube, die haben bei uns einen AirTag irgendwo reingelegt. Nee. Oder die Stelle ist nicht so schlecht. Da hinten schleicht sich Mark an, oder Team Ilex. Und die werden jetzt, glaube ich, wie es ausschaut, hier parallel driften. Es kann auch gut sein, dass die da vorne die Kante abjiggen wollen. Weil die ist auch immer gut für Zander. Und die stehen eigentlich direkt davor. Das sind ein paar Muschelbänke, eine sehr, sehr stark abfallende Kante. Und Barsch kann es auch immer geben da. Barsch kann es auch geben, aber ich würde so tendenziell als Zanderstelle jetzt am frühen Morgen erwarten, weil jeder will hier, glaube ich, seine Zander gerade voll machen. Das Gute ist natürlich, wir sehen ja auch, ob die fangen, aber das sehen die bei uns auch. Und wir sehen ja sowieso, ob die fangen in der Gruppe. Weil wir brauchen auch noch so einen Zander. Die sollen sehen, wie wir fangen, das wäre mir viel lieber. Bird on Pike or Zander? Zander. We came here normally for Zander, but last time we got two pike or three pike contact, two big perch and one Zander. Okay. So this is another drop off. It's a really steep one. The spot is over to the second and the third windmill. You have a little point coming out there. And normally we have caught Zander, pike and perch here. So all three species. And we found Während Neuke noch immer am ersten Spot im östlichen Hollandsdiep fischt, haben Savage Gear, Bullseye und Ilex bereits den ersten Spotwechsel hinter sich und fischen alle recht nah beieinander. Die beiden letzteren Teams befinden sich sogar in Sichtweite zueinander.
Wenn zwei Boote auf einer so großen Wasserfläche so dicht beieinander stehen, stellt sich weniger die Frage, ob diese Stelle liefert, sondern vielmehr, welches Team schlägt zuerst zu. Not as on the no, but it's a pike. That's a pike. Okay. On the jibber. Just hold the fish for a second. I hold the fish. I will make the measure board ready. Wir sehen gerade, bei Ilex wird gerade gekeschert. Die haben was an Bord. Und wir werden ja gleich die Meldung auch reinbekommen, was da genau los ist. It's 67. Oh, wait, sorry. No, it's 66. Finally. First fish, small pike. But better fish. It's a start. Yeah. Good job. Yeah. First strike. So, we start slowly, like next year, but after we go more and more in the game. Ein Zander wäre ihnen vermutlich lieber gewesen, aber auch Ilex sammelt die ersten Punkte und für Bullseye war dieser in unmittelbarer Nähe gefangene Hecht immerhin aufschlussreich. Damit sind Christian und Dennis das einzige Team ohne Wertungsfisch. Peter, geil, wir konnten zuschauen aus Distanz. Ich hätte aber tatsächlich auf den Zander vermutet. Gibt uns die Info, dass die Zander anscheinend wirklich keinen Bock haben, weil wo sie stehen, werden sie sicher auf Zander angelegt haben. Aber die Listen sind noch leer, da nimmt man auch gerne einen Hecht als Beifang. Petri auf jeden Fall. Jetzt sind wir dran. Was bei uns jetzt eigentlich recht zuverlässig Fisch gebracht hat, Zander und Hechte, waren eben größere Gummis übers Kraut geführt. Relativ langsam, aber an sich druckvolle Gummis. Und damit die noch ein bisschen mehr Radau machen oder noch auffälliger sind, probiere ich jetzt noch eine Rassel dazu. Stecke den Gummi. Vielleicht macht das den Unterschied. Wenn es heute nicht klappt, dann fahren wir morgen heim. Morgen schon. Fisch. Schnell. Zander. Los. Endlich ein Schneider. Aber hoffentlich reicht kein, das auch. Kein Riese, aber der wird gerade so Maß haben mit Glück. Mit viel Glück. Holst du die Scale raus? Okay, das machen, das reicht ja die Hälfte, wa? 47er Zander auf dem Original Kaishin. Der Trailer war ein Camper gewesen. Ja. Wir haben viele Fehlbisse jetzt gehabt und viele Nachläufer. Deswegen hatte ich noch einen Stinger montiert und an dem Stinger hing er dann. Jetzt kommt er wieder rein. Und da ist er weg. Super, Dennis. Gleich noch einen hinterher. Top. Die brauchen wir heute. Die Zander sind sehr, sehr wichtig. Zwei Zander, die Hechte sind morgen vielleicht noch drin, aber bei Zandern, das wird nicht mehr drin sein. Also werfen. Ja, der ist wichtig. Die Hechte sind zur allergrößten Not auch noch machbar im Volkerrack, so wie der Plan jetzt ist. Aber die Zander sind da am Tage also fast unmöglich. Na also, nach Fehlbiss und Nachläufern ist nun auch Neuke durch diesen kleinen Zander in der Wertung. Der heutige Zielfisch Nummer 1 fehlt jetzt nur noch bei Ilex. Allerdings sieht es so aus, als seien Gael und Mark ganz dicht dran. Wow. That's what makes it more strong.
Okay, er ist im Netz. Das hängt da natürlich im Netz. Die Spezies wollen wir. Nur Sonder 84. Größer. Genau, 84 would be nice. Lauf gleich zurück. Ja, wir sind jetzt weitergefahren. Ganz kleiner Spot, 10, 15 Minuten maximal. Wir haben hier eine Spundwand, wo immer wieder Boote anlegen. Dadurch kommt immer wieder durch den Propeller Bewegung ins Wasser. Das löst die ganzen Sedimente und auch die Kleinfische vom Boden. Die Grundeln werden durcheinander gewirbelt. Und dann sind natürlich die Barsche und Zander bereit, um sich das einzusammeln. Deswegen habe ich auch einen motorölfarbenen Köder genommen. Gleiche These hat gestern an einer anderen Stelle 1,15 Meter Hecht gebracht. Der sollte es gestern nicht sein, soll es eigentlich jetzt nicht sein, aber ich würde ihn heute genauso nehmen wie gestern. Schöner Zetti auf den Kraftchat hier in der Steinpackung. Schöner Biss. Kurz dachte ich, es wäre ein Barsch, aber natürlich trotzdem ein schöner Fisch. Schauen wir mal, wie groß er ist. Liegt vorne an. Halb ist aufwunden, ne? Dann ist er 60. So. Oh. Gute Aufnahme, der wollte schnell wieder los. Aber ist auch gut, haben wir schnell Zeit, den nächsten zu fangen. Mega, ich freue mich sehr. Damit setzen sich Andy und Tom an der Spitze ab. Mark hat derweil defektes Material zu beklagen. Also wie ihr seht hier, ich bin mit der geflochtenen an Muscheln oder irgendwas gekommen und die ist jetzt nicht mehr gut. Von daher kontrolliere ich jetzt mal noch die nächsten 2 Meter, aber die sehen gut aus. Trotz langem Flugkabeln bin ich irgendwo an die Muschel gekommen. Und deshalb müssen wir jetzt einmal neu binden. Nehmen wir das ab. Den Rest in die Tasche. Am besten immer vom Angelpartner. Dann müsst ihr nachher diese Taschen nicht sauber machen. Ich mache einen Überhangknoten in meinen Flugkabeln. Gehe mit der geflochtenen durch. Und wickel diese dann. Ja, 15, 16 Mal um die Fluorocarbon. Umso dünner die Schnur, umso öfter gehe ich drum. Umso dicker die Schnur, umso weniger Wicklungen braucht man. Aber ich angel hier jetzt, glaube ich, eine 11er geflochten oder sogar eine 8er. Eine 8 Braid, die auch, die ist ein bisschen glatter, die rutscht ein bisschen mehr wie so eine 4 Braid. Von daher sollte man da auf jeden Fall genug Wicklungen machen. Wenn das erledigt ist, wickel ich das gleich einmal wieder zurück. Das heißt, ich halte unten fest, bringe ein bisschen Spannung auf die Schnur und gehe diesen Weg dann wieder zurück. Da kann man sich helfen, indem man unten festhält und anfängt, das Ganze zu dröhnen um den Fingern auf dem Weg zurück. Es geht dann deutlich schneller, hier zu wickeln und dann wieder durch die Schlaufe durch. Dann die Fluorocarbon, also den Knoten, einmal zuziehen. Und dann ziehe ich an der Hauptschnur, also an dem Ende, wo es zur Rolle geht, ziehe ich den ganzen Knoten langsam
bisschen nass machen. Langsam zu. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Knoten, der mindestens so gut hält oder fast so gut hält wie ein FG-Knot, aber wie ich finde, deutlich schneller zu machen geht. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal ein kleines Tutorial zu Knoten gemacht, wenn ich nicht viel benutze. Also wer sich den noch mal im Detail angucken will, schaut einfach mal bei mir vorbei, wenn ihr bei Hecht und Barsch fertig seid. So, die kurzen Abfälle auch nicht wegwerfen, die tut man auch beim Angelpartner ins Boot. Dann brauche ich nur noch ein Feuerzeug und werde diese zwei Enden kurz ein bisschen anbrennen, dass da nichts mehr rutscht und fertig ist das Ganze. Den Knoten habe ich übrigens von Geld. Okay, where are we? In the middle. In the middle. No bite? No bite, no fight. Der Knoten hält bestimmt. Allerdings gibt es bisher nicht viel zu halten. Die bisherige Bissfrequenz an diesem Vormittag ist noch ausbaufähig. Bei Neuke stellen sich bereits erste Phantombisse ein. Das fühlt sich immer so schön an, ne? Ja, Kraut. Aber so eine Kraut-Steine-Mischung ist immer, fühlt sich immer erst gut an. Da kommt das Tock vom Stein und dann hängt sich ein bisschen Kraut drauf und dann. Ja, zwei Fehlbisse, zwei Nachläufer, ein Fisch. Im Flachen ist jetzt nicht mehr so viel los, ist ein bisschen trübe reingezogen. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen hochziehen, die tieferen Kanten abfischen und hoffen, dass wir da irgendwo ein Hecht kriegen, weil der ist unfassbar wichtig für uns, ja, damit wir unserer Leidenschaft nachgeben können, dem Barschangeln an der Packung morgen. Wenn so wir das sieht's aus. Ne, der Wind steht auch ziemlich gut eigentlich. Ne? Vorhin war das ziemlich Ententeich, ja. Hat sich aber noch mal ganz gut bewegt jetzt irgendwie. Ne? Also so. Sollte uns eigentlich oder hoffentlich in die Karten spielen. Wir geben Vollgas bis runter und ab geht's. Los. Exklusive Sonderfarben, brandheiße Neuheiten, teilweise schon vor der Markteinführung, erprobte Klassiker, passendes Zubehör, wertvolle Expertentipps, Anwendungsempfehlungen per Flyer und Video, eine Chance auf den Monatsjackpot, nützliche Goodies und einen riesigen Preisvorteil. All das gibt es per Luredrop-Abo monatlich zu dir nach Hause geliefert. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Luredropper. Luredrop. Christmas every month. Jetzt auch in Österreich verfügbar. An dieser Stelle sind wir vorerst durch. Wir fahren jetzt hier mit dem Bugmotor noch raus aus dem Flachen. Das wäre zu riskant mit dem Verbrenner. Und dann geht es zum nächsten Spot. Das Programm ist identisch wie jetzt. Wir probieren nach wie vor über dem relativ flachen Wasser die etwas besseren Fische zu kriegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, der Start war schon nicht ganz nach Plan, aber wir sind nach wie vor zuversichtlich. Wir wollen heute sicher die Zander fangen, alles andere wäre Bonus und wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann warten wir mal auf den hammerharten Einschlag an der nächsten Stelle.
Neuke konzentriert sich auf den Hecht. Bullseye hofft am nächsten Spot weiterhin auf relativ flach stehende Fische in besseren Größen. Savage Gear hat derweil den Ausflug an die Spundwand verlängert und Ilex fischt weiterhin an einer steilen Kante. Kommt endlich der ersehnte Zander? Okay. Good job. Yeah. Not so bad. Not so bad. Not so bad. Not so bad. Slowly but steady. G-bump again. So. Ein Barsch. Kein Riese. Aber immerhin, wir wollen uns nicht beschweren. 34. Schöner Fisch. Ich hoffe, den. Vielleicht schmeißen wir den noch raus, aber da gibt es schon mal ordentlich Punkte. 68 Punkte, mehr wie der Hecht. Den lassen wir jetzt schnell schwimmen. Much more easy to release. Yeah, that's true. Much more. Less dangerous. Good job again. I caught the pike on the perch on G-bump in the 8 centimeters. I just changed the jig-head. When we are fishing deep, I use 10 grams, and here I use 8 grams because we are just in 4 meters. So, which I change the color, and we try, but it is really a good go-to bait when you don't know what you want to catch. Thunder, pike, G-bump is always there, so I trust in it. Jetzt also der Barsch für Mark und Gael. Den bräuchte auch Team Savage Gear und eigentlich scheint ihre derzeitige Angelstelle prädestiniert dafür zu sein. Ist ein Barsch. Nee, ist ein Zander. Sorry, hast gedacht. Das fühlt sich erst so an, ne? Echt. Auch gut. Oh, guck mal, der ist so geschlagen mit dem Kopf. Ja, kleiner Hecht. Ja, was macht der Motor da? Hör auf. Sorry. Was macht der Motor? Der Sprint noch. Ja, der wollte ankern. Komm, machen. Bin bereit. Zieh ihn ran. Bah, gut. Jo. Ja! Ja, Mann! Weil diese kleinen Hechte, die schlagen mit dem Kopf so am Anfang. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen erwartet man den hier auch nicht, ne? Ja, cool. So, jetzt der Kleine. Ja, sauber. Schön. Nicht groß, aber immerhin. Zielfisch. Ja, doch, 60 cm wird er haben. Ja, 60. Ist ganz dran, ganz gesqueezed. Ja, ja. So, kleiner Hecht. 60 cm bringt uns auf jeden Fall ein paar Punkte. 60 Stück. Tschüss. Eine Craft Shad, Motoroil. Hat's gebracht. Hat er jetzt zerlegt, der Hecht. Deswegen hängt der Haken raus. Müssen wir reparieren. Jetzt habe ich hier, Toms Hecht hat ja leider mein Erfolgsköder zerstört, den hier oben aufgerissen. Jetzt habe ich hier ein Tool, gibt es in jedem Baumarkt, natürlich auch bei Amazon oder so, nichts allzu teures. Und jetzt löte ich den wieder zusammen, dass ich den gleich weiter benutzen kann. Einmal heiß werden lassen, bis er dampft und dann am besten nicht die Dämpfe, die das dann erzeugt, einatmen. Während Andi seinen Erfolgsköder wieder fit macht, schauen wir noch einmal kurz auf den Zwischenstand. Mit diesem Hecht baut Savage Gear die Führung weiter aus. Nach fast 4 Stunden sind an diesem taktisch geprägten Angeltag gerade einmal 8 Fische gefangen worden, wodurch sich jetzt schon bestätigt, dass jeder Zander im weiteren Verlauf extrem wichtig werden könnte. Gelingt einem Team an diesem zähen Vormittag vielleicht noch ein Lucky Punch vor der Halbzeit? Fisch. Hecht. Zander, guter Zander. Das ist ein guter Zander. Oh ja.
ist mit Dennis! Voll! Jetzt haben wir jetzt einmal. Jetzt können wir endlich machen, was wir wollen. Der ist gut, das ist ein richtig guter. Ja, das ist ein 16er Fisch. Das ist auf jeden Fall ein 16er Fisch. Keilchen hängt noch drin. Mit dem Camper als Trailer. Der hat auch richtig gut gesessen. Das ist ein richtig schöner Fisch. Christian hat die Scale schon nass gemacht. Oh, es reicht nicht. Es reicht nicht, das müssen wir. Warte, klappen wir auf. Vorne ist er dran. Ja. Was hat er? 76. Ja, und hier hat es dann doch noch geklappt. Ne? Wir haben nach dem Spotwechsel weiter an unserem Plan festgehalten, im flachen Wasser mit den Blade Jigs zu fischen. Der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen und mir fällt tatsächlich auch echt ein Stein vom Herzen. Entschneidert. Echt wichtiger Fisch und auch fürs Feeling ein richtig wichtiger Fisch. Ah, der will auch. Jawohl, ey. Jawohl. Aber weiter geht's. Der hat uns auf jeden Fall nach vorne gebracht, ey. 76, ne? Ja. Schreib's fix rein. Ja, Mann. Aber der hat erst getickt. Das war erst ein Tick und dann dachte ich, was stimmt hier nicht. Absinken lassen und dann kam der aber richtig bretthart, ey. Der hat auch richtig gut gesessen, ey. Dickster Zander! Das habe ich gebraucht. Dickster Zander! Das habe ich gebraucht. Ein schöner Abschluss für diese Folge. Mit ihrem zweiten Wertungszander und gleichzeitig dem bisher besten Fisch des Tages bringen sich Christian und Dennis in eine aussichtsreiche Position vor Anbruch der zweiten Tageshälfte. Savage Gear zeigt sich bisher als das Team mit der besten Taktik und führt verdient mit 312,2 Punkten. Dahinter folgt Neuke mit 159,9 Zählern. Auf den hinteren beiden Rängen liegen Ilex und Bullseye. Obwohl Mark und Gael bereits zwei Fische gefangen haben, fehlen ihnen nach wie vor die Zander, von denen Markus und Robin immerhin einen abhaken konnten. In der zweiten Hälfte sollten beide Teams aber tunlichst zusehen, die Zettis vollzumachen, bevor es im zweiten Angeltag in die klareren Gewässer der Zone West geht. Ob ihnen das gelingt, seht ihr am Donnerstag um 20 Uhr und bis dahin freuen wir uns wie immer über euren Support, sei es in Form von Kommentaren, Likes oder Einkäufen in unserem Online-Shop oder beim Fachhändler eures Vertrauens. Ciao!